Einen wunderschönen guten Tag hier bei dieser neuen tollen Bewegtbildproduktion. Ein Video, was sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder selbst löschen wird, wenn ich es nicht vergesse oder drauf scheiße, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts, was ich mir nochmal angucken werde, aber es ist mir nichtsdestotrotz ein Anliegen, auch wenn ich gerade nicht so eloquent bin, wie ich es gerne hätte. Aber Leute, ich glaube, wir schaffen das. Es geht darum, warum mal wieder länger nichts kam und da möchte ich drüber reden, über diverse Gründe. Und ein großer Grund ist auch die Japan-Reise, wobei vielleicht auch nur indirekt, aber wir quatschen da einfach mal drüber. Das Ding ist, dass ich nach Japan schon in ein kleines, aber feines Loch gefallen bin. Also das ist vielleicht gar nicht so abwegig, sich das herzuleiten, dass wenn man einen Monat lang jeden Tag Halligalli hat, natürlich, ne, also es ist trotzdem ranzig und obdachlos und bla gewesen, aber trotzdem, es war fucking Japan und jeden Tag ging irgendwas, es war jeden Tag irgendein neuer Eindruck und dann kommt man zurück in den Alltag. Und zumal ich ja nicht von irgendwo her kam, sondern Japan meine große Leidenschaft. Also das ist schon eine Sache, die einen dann eiskalt erwischt. Am Anfang war es noch so, oh, hier ist aber still. Aber dann, wenn ein paar Tage mehr vergehen, dann merkt man so, okay, jetzt ist halt der Alltag wieder da. Und das ist irgendwie dann nicht so geil, dieser Moment, wenn das dann so reinsackt. Dazu kommt dann noch ein weiterer Faktor, dass ich in Japan richtig geiles Wetter hatte. Ja? Aber ich bin einfach Sommerkind. Und dann kommt man hierher. Es war nicht Winter direkt, aber es war natürlich ein richtig harter Absacker, was Temperaturen angeht. Ganz zu schweigen davon, dass die erste Bahn, die ich hier bestiegen habe, direkt Verspätung hatte. Aber egal. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Ich habe auch das Gefühl, mit jedem Winter, der kommt, komme ich damit schlechter zurecht. Und dann kommst du von dieser Halligalli-Reise, ja, kommst du zurück in Alltag, in Kälte und es wird nur kälter, nicht wärmer. Und damit komme ich halt, wie gesagt, jedes Jahr schlechter klar. Und jetzt noch mit diesem krassen Kontrast dazu. Dann der nächste große Kontrast, und ich weiß, Japan hat ja von Kontrasten gelebt, aber der nächste große Kontrast ist einfach der Geschmackssinn, der, wie ich angekündigt habe, weil meine zumindest die orale Kortisontherapie aufgehört hat. Hatte ich ja prognostiziert, dass ich nach Japan keinen Geschmackssinn mehr habe. Der ist jetzt auch komplett weg und es fühlt sich tatsächlich noch weniger an als je zuvor. Aber wahrscheinlich einfach nur auch hier wieder der Kontrast, weil ich in Japan so viel gegessen habe, so viel ausprobiert und es war so geil, weil der Geschmackssinn so intensiv war. Also vielleicht auch an euch nochmal ein kleiner Denkanstoß, das sehr zu schätzen zu wissen, wenn das funktioniert. Da gibt es auch vielleicht in der Zukunft was, da gibt es so eine neue Sache, so eine Antikörpertherapie oder so, die ist aber noch nicht wirklich langzeitmäßig untersucht, also weiß ich nicht, ob ich das mache. Die nächste Operation wäre auch eine Möglichkeit, aber ich will mich auch nicht alle 3 Jahre operieren lassen, das ist irgendwie auch nicht so geil. Also mal gucken, was da passiert. Das ist auf jeden Fall das nächste, ja, dieser Kontrast von, oh Alter, super geil, oh, ist das lecker, Alter. Und dann bin ich hier, alles ist grau, alles ist kalt, alles schmeckt nach gar nichts mehr. Das ist auf jeden Fall auch suboptimal. Und dazu noch ein paar andere Sachen. Also ich hatte auch jetzt eine Weile lang eine Krankheit, wobei ich nicht ganz weiß, ob die überhaupt schon weg ist. Eigentlich hätte die längst weg sein müssen. Die kam nicht durch Japan, aber durch Japan wurde sie zumindest begünstigt. Es kann sein, dass sie jetzt weg ist. Ich bin auch allgemein jetzt ein bisschen besser drauf und auf dem aufsteigenden Ast. Sonst würde ich dieses Video wahrscheinlich nicht sagen, aber ich dachte nicht machen. Ich dachte mir jetzt 2 Monate hier abkacken, es reicht dann auch mal. Wir haben jetzt Dezember. Dezember ist schön, da haben wir Weihnachten und alles ist supi, weil Lebkuchen. Und es reicht dann auch erstmal. Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt weg ist. Ich freue mich, wenn es so ist. Ich will auch nicht weiter drüber reden, also braucht ihr mich nicht auch irgendwie privat anschreiben. Deswegen, ich hoffe einmal, dass es jetzt endlich mal durch ist. Dann weitere kleine Sachen. Also selbst dieser Mückenstich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch zeigen kann. Hier dieser Mückenstich, der ist jetzt nur noch ein kleiner brauner Punkt. Ja, aber der, sieht man das? Keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Der hat halt auch einfach jetzt 3 Monate lang durchgejuckt. Hautarzt sagt, ja, wird schon passen. Von daher wird schon passen. Aber das ist auch alleine, das ist einfach so ein psychischer Faktor. Meine Lunge kackt wieder mehr ab, weil die Kälte da ist. Super geil. Das kann ich zum Glück mit Kortison, bisschen was ich mir in die Nase wamse, wamse ich mir auch in die Lunge rein. Kann ich so ein bisschen auskontern. Dann noch weitere, so eine große private Sache, über die ich nach wie vor nicht reden kann. Ja, aber das sehr, sehr gerne würde. Früher oder später wird das auch passieren, aber geht leider nicht. Das sind alles so Sachen, die einen abfacken. Dann auch
dass in Japan kein wirkliches Prank-Video rumgekommen ist. Also ich habe ein paar Clips, die werden auch irgendwann veröffentlicht, aber es ist keine Public Prank Compilation Japan entstanden. Das hat auch tausende Gründe, aber es ist für mich auf jeden Fall dann auch hinterher so ein bisschen ungeil gewesen. Aber ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit nur jammern und so. Wie gesagt, es soll auch mal vorausgeschaut werden und wieder irgendwie positive Sachen und so. Es ist im Winter ein bisschen schwieriger, dass es jetzt wieder mehr vorangehen soll, aber zum Glück habe ich ja diverse Möglichkeiten, das zu machen, wie zum Beispiel Livestreaming, was es diesen Monat auch wieder ein bisschen mehr geben wird. Der große Stream-Zember, mal gucken, wie das durchgeballert wird. Neue Lieder habe ich gemacht, das ist ganz geil. Und insgesamt neue Videos. Also ich habe ja auch gesagt, dass ich obdachlos in Sachsen machen werde und vielleicht dann irgendwie im Winter noch in den Süden gehe. Wir gucken mal, was diesen Monat noch passiert oder auch nicht. Aber spätestens nächstes Jahr wird auf jeden Fall mehr kommen Richtung Two vs. Japan. Also in diesem Stil, da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das jetzt die nächsten Tage noch oder die nächsten Wochen noch umsetzbar ist. Auf jeden Fall mehr Livestreamings, guckt gerne bei mir auf Twitch vorbei. Und ich möchte ein Video machen, mal gucken, ob das Leute interessiert oder auch nicht. Aber ich habe mir eh gedacht, ich werde hier keine Millionen Klicks holen und es ist auch okay. Deswegen kann ich mich auch eher darauf konzentrieren, was vielleicht für meine Zuschauer wirklich cool ist oder halt auch für die Zuschauer, die mich finanziell unterstützen, wie zum Beispiel die Patreon-Supporter. Und deswegen würde ich gerne, weil ich auch in den letzten Tagen und Wochen immerhin mehr Filme geguckt habe mal wieder, weil ihr wisst das vielleicht gar nicht, aber ich bin gar nicht. Doppelte Verneinung, wir sind keine Amis. Also ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich bin ja eigentlich der Film-Nerd, ja? Also Fight Club in real life, Matrix in real life, ja, das hat das vielleicht schon so ein bisschen angedeutet. Aber Filme, das ist schon mein Metier und deswegen habe ich mir gedacht, die ersten 5 Leute, weil sonst ist es erstmal, glaube ich, zu viel, da übernehme ich mich. Die ersten 5 Leute, die Patreon-Supporter sind und mir einen Film schreiben, die werden im nächsten Video auseinandergenommen. Also nicht die Patreon-Supporter, die ich dann ausweite, sondern die Filme, die sie mir vorschlagen. Eure Lieblingsfilme, eure Hassfilme, was auch immer, was ihr wollt. Die ersten 5 nehme ich dann rein in das Video und dann werde ich daraus was machen, aber ihr könnt es euch nicht aussuchen. Vielleicht zerreiße ich eure Lieblingsfilme, vielleicht lobe ich eure Hassfilme. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich habe auf jeden Fall Bock, vielleicht lerne ich auch was Neues kennen. Vielleicht kenne ich die Filme auch schon. Wäre gut, wenn die irgendwie verfügbar wären irgendwo. Und das ist so ein Ding. Am Mittwoch kommt das nächste Video, was die Gemüter spalten wird. Es wird ein paar Leute sehr, sehr glücklich machen und ein paar Leute sehr vor den Kopf stoßen, aber das ist mir egal. Ich mache es für die Leute, die sich darüber freuen. Also am Mittwoch direkt das nächste Video und ja, dann nächsten Mittwoch vielleicht auch schon wieder das nächste Video, aber das werde ich mich nicht festlegen. Wir gucken mal. Ich habe auf jeden Fall Bock, ihr hoffentlich auch. Guckt bei mir auf Twitch vorbei. Da bin ich heute auf jeden Fall ab spätestens um 8 live. Am Mittwoch auch, wie jeden Montag und Mittwoch. Und das wird der Wahnsinn. Und vielleicht habt ihr auch heute aus dem Scheiß hier irgendwas mitgenommen. Ich weiß nicht genau, was man machen kann, um irgendwas mitzunehmen. Wenn ihr eine geile Reise macht, stellt euch darauf ein, dass es danach vielleicht ein bisschen nicht so geil ist im Kontrast. Keine Ahnung. Wisst euren Geschmackssinn zu schätzen. Geruchs- und Geschmackssinn, wohlgemerkt, die hängen ja leider zusammen. Appreciate life und so. Hey, supi. Gut, das war's an dieser Stelle, damit ich nicht zu lange labere. Wenn ich irgendwas vergessen habe, ist das jetzt hier oben. Cool. Bis die Tage oder heute auf Twitch. Und Mittwoch beim nächsten Video und auf Twitch. Und übelst geil. Wow. Ciao.